Hey, willkommen hier zur zweiten Folge zu meinem Fähigkeiten-Campus. Ich bin Daniel von SimFancy und heute bauen wir weiter, beziehungsweise wir gucken erstmal, welche Fähigkeiten wir überhaupt hier anbieten. Ich möchte so nahezu alle Fähigkeiten anbieten und dann wird das ein Grundstück, ja, wo man immer hingehen kann, wenn man irgendwas lernen möchte und vielleicht die Objekte nicht hat. Also hier geht's schon mal los. Wir machen erstmal alle Anzeigen. Und ja, hier gebe ich auch mal den Cheat baby.ignore-gameplay-unlocks-entitlement ein. Zum Freischalten der verborgenen Objekte, die ja erst zugänglich sind, wenn man bestimmte ja, Karrieren oder Fähigkeiten erlernt hat. Und wir haben hier natürlich aus dem Wellness-Tag-Pack hier erstmal so eine Yogamatte. Das wäre ganz cool, wenn man da dann so eine Art... Ja, das ist glaube ich der gleiche. Ne? Wieso kosten die eigentlich mehr Wellnessfähigkeit? Ding, ding, ding. Und dann könnte man hier so ein bisschen Yoga-Krams machen. Also wir haben hier Nummer 1. Dann haben wir hier natürlich Archäologie, das braucht man. Hier geht es wieder in die Wellness-Richtung. Natürlich, das darf nicht fehlen. Schachtische. Da können wir uns auch irgendeinen auswählen. Das ist jetzt die Heilmittelherstellung. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt machen kann. Finde ich jetzt hier aber auch nicht so angebracht. Deswegen lassen wir die mal aus. Dann da haben wir auch die Tierklinik, da passt das auch dazu. Außerhalb der Tierklinik-Fähigkeit braucht man das, glaube ich, auch gar nicht, oder? Dann haben wir hier ein Chemielabor, brauchen wir nicht. Aber hier gibt es was, Analysegerät bringt was für die Logikfähigkeit. Das können wir mal platzieren. Das hauen wir mal mit rein. Vielleicht können wir auch das Ding dann doch mit reinnehmen, wenn man das dann nicht benutzen kann, ist auch egal. Machen wir das doch mal so, dann haben wir so eine Art Labor. Das natürlich das Observatorium hier, das muss auf jeden Fall mit rein. Das ist auch, glaube ich, genau Logikfähigkeit. Vieles ist hier mit Logik auch verbunden, hier auch die Analyse davon. Da haben wir die Raumfahrttechnikfähigkeit mit den Raketen. Die könnten wir auch anbieten, das wäre ganz witzig auch. So wieder so ein Charme und Witz. Ich mache hier mal 2 verschiedene Raketen rein. Tanzen, ganz klar. Einmal den Karton hier. Ich platziere die mal raus und dann richten wir die entsprechend ein und teilen das auf, würde ich sagen. Dann haben wir mal einen Überblick, was es so gibt. Dann können wir das irgendwie clustern. Kreativ, Wissenschaft, ne, Sport, irgendwie in die Ecke so, dass man da verschiedene Bereiche dann macht und dann eben noch sowas wie Kochen und sowas, ne, nochmal extra. Dann haben wir hier noch die Kamera, natürlich Fotografiefähigkeit. Da die Pfadfinder-Abzeichentafel, die können wir auch platzieren. Wir haben hier so Street Art, das ist auch ganz cool, weil das ist Malereifähigkeit. Die brauchen wir natürlich auch. Ich gucke jetzt mal hier, dass ich da eine platziere. Aber ich mache das mal mit baby.moveobjects, weil das Gebäude hinten ist ja noch nicht fertig. Und dann packen wir das mal hier hin. Dann haben wir hier die Gartenfähigkeit. Ganz klar, darf auch nicht fehlen. Das ist auch so ein bisschen draußen dann angesiedelt. Zum Glück haben wir einen großen Garten. Hier Comedy-Fähigkeit. Das ist eher dann wieder in das Kreative kommt das rein. Ich hoffe, wir verlieren die Kamera nicht. Ich mache das hier mal so. Kreativität sage ich jetzt dazu mal. In die Ecke, ja, Musik und Kunst und Fotografie, ne, in die Ecke, da ein bisschen was. Dann machen wir das hier zur Kunst dazu, das passt auch ganz gut. So, dann haben wir hier Tanzen, das ist auch hier irgendwie, das können wir mal gucken. Das ist wieder Garten, das kommt hier dazu, Blumenbinden-Fähigkeit aus Jahreszeiten. Dann haben wir hier Mixen-Fähigkeit, das muss in Richtung Kochen, das haben wir jetzt noch gar nicht. Dann hier mal dazu, das ist wieder Malerei, das kommt hier zur Kunst. Gut, nochmal eine Tanzfläche. Kürbelschnitzbank ist, glaube ich, keine Fähigkeit. Tanzfähigkeit haben wir da schon. Da ist die Geige. Musik. Das kommt hier dazu. Das bringt gar nichts. Tanzen. Tanzen, tanzen. DJ-Mixen-Fähigkeit. Das gehört auch hier dazu. Zu der Musik. Das ist schon geil, was es eigentlich alles für Fähigkeiten gibt. Ne? Fotografie. Hier auch mal dazu. Gut, Gitarre haben wir jetzt ja da schon. Dann, ja, gucken wir mal, ob wir die auch noch nehmen, die Outdoor-Leben-Gitarre, sonst haben wir ja die. Das ist wieder Malerei. Hier haben wir noch Geschicklichkeit, das ist auch ganz wichtig. Das sehe ich hier in Richtung Logik irgendwie. Also diese Base-Game-Fähigkeiten oder hier auch diese Archäologie, das gehört eher da dazu, ne? Herstellung. Herstellung, so irgendwie in die Ecke, da machen wir was. Dann... Fotostudio, das muss auch hier mit rein, ja, auch wenn es jetzt da keine Fähigkeit gibt, aber das passt zu den Fotos perfekt dazu. So einen Studioraum können wir einrichten, die Bühne können wir auch dazu nehmen. Karaoke, ne, Singfähigkeit, ganz klar, und hier auch Kunst, na, und hier wieder Instrumente,
Ganz klar. Oh, hier ist auch ganz wichtig, Orgelfähigkeit. Das ist das einzige Objekt, mit dem man die Orgelfähigkeit auch lernen kann, unsere Orgel. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Gitarre haben wir schon, Klavierfähigkeit haben wir auch, aber es sind Flügel wäre auch noch nicht schlecht, wenn wir schon ein Keyboard haben. Ich glaube, da ist auch Klavierfähigkeit und Singenfähigkeit mit drin, ne? Ist nur Klavier. Da haben wir nochmal so ein Dings hier, Singfähigkeit. Das ist auch hier wieder damit dabei. Da können wir jetzt noch entscheiden, ob wir das Große nehmen oder das Kleine. Ich würde jetzt mal das Kleine nehmen. DJ mixen. Gut, wir können ja gucken auch, welches wir da nehmen. Da haben wir nochmal ein Klavier. Da ist nochmal was hier. Virtuose Geige hier. Kindergeigefähigkeit ist das, glaube ich. Oder auch schon die Große? Ja, Umgebung, Spaß, Kreativität, Schreiben und Kreativität. Schreiben ist auch hier in dem Künstlerding hier anzusiedeln. Ne? Wir haben natürlich auch noch die ganzen Fähigkeiten, Bücher, eine Bibliothek gibt es in diesem Grundstück natürlich auch. Das sind alles keine Fähigkeiten, Objekte. Spaß und Spiel und was? Ne. Umgebung, Zukunftswürfel. Darts ist, glaube ich, nicht mal. Darts ist keine Fähigkeit, oder? Ist das eine versteckte Fähigkeit? Es gibt ja auch versteckte Fähigkeiten, deswegen, ich weiß nicht, Darts ist, glaube ich, eine versteckte sogar. Dann haben wir hier, so wie Basketball, ne? Es läuft eigentlich unter Sport, aber ist Videospielfähigkeit, auch ganz wichtig. Das kommt hier so in diese. Ja, da müssen wir auch viele Computer und so reinmachen für die ganzen. Schreiben und so weiter, Fähigkeiten, Social Media Fähigkeit, diese Ecke. Dann waschen, ne, das lassen wir aus. Das ist keine. Dann haben wir hier Blubber und Bowling. Bowling ist auch eine versteckte Fähigkeit, ist aus den Accessoires Packs, ne, diese Fähigkeiten. Das sind alle Nerves wie Basketball. Ist eigentlich keine Fähigkeit, aber ja, ist eine versteckte Fähigkeit. Also wenn man das spielt oder wie Schlittschuhlaufen. Basketball spielen, Bowling spielen, wird man besser. Können wir uns überlegen, ich weiß jetzt auch nicht, Schlittschuhbahn hier, Basketballplatz wird noch passen, Bowling sehe ich eigentlich eher nicht an der Uni, deswegen, also ich glaube, ich würde es mal rauslassen, aber ich lasse es hier mal kurz stehen noch. Wir gucken dann dazu dann nochmal. Hier haben wir nochmal die Konsolen. Tischfußball, das ist alles irrelevant. Spaß, Zuverlässigkeit. Gut, das ist dann auch vielleicht ganz interessant, wenn man sowas in diese Geschicklichkeit irgendwie mit reinpackt. Dass sie da dran rumschrauben können. Man kann ja die Sachen verbessern. Wobei hier würde man die eigentlich nicht verbessern, wenn dann zu Hause. Gut, dann machen wir hier mal das Basketball auch noch dazu. Das ist das jetzt hier. Das passt auch thematisch ganz gut, ne? Sport- und Fitnessfähigkeit. Ja, wir brauchen ein Fitnesscenter hier quasi. Das darf nicht fehlen. Wir haben ja hier schon das Basketball, genau, hier so ein bisschen Laufband. Und da hier dann noch Gewichte heben. Na, Ausdauer für die Gewichtsabnahme und hier für den Muskelaufbau. Und da ist die Kletterwand, das ist eigentlich auch, ne, das gleiche wie Bowling. Ist auch so ein Ding. Kann man machen, muss man aber eigentlich nicht, finde ich jetzt, wenn man da das macht. Medizinisches Laufband bringt uns nichts. Bringt nur dem Arzt was und da haben wir jetzt diese Dinger da. Das ist jetzt die Frage, machen wir das rein oder nicht? Passt das oder passt das nicht so gut? Wir haben ja verschiedene Größen auch, verschiedene Styles. Ich würde dann Wense und Rustikales aber nehmen. Das könnte ganz gut dann passen, da finde ich. Könnte man auch vielleicht das Weiße nehmen, dann passt das so zur Uni irgendwie dazu. Das könnte dann in Richtung Campus dann auch passen. Wenn das irgendwie dunkel geht immer, gut, das ist dann halt auch nicht schlecht. Ja, also das kann man schon machen. Zum Stein und so, das passt schon ganz gut. Mich spricht jetzt hier, wenn ich das so im Verhältnis, ne, zu dem Rest hier so sehe, würde ich eher sagen, dann das hier, das Weiße. Dann, ja gut, das ist keine Fähigkeit, Mixenfähigkeit. Also so eine Bar brauchen wir irgendwie schon. Die können wir eventuell auch in den Garten oder so stellen. Und dann eine richtige in die Küche. Ich würde aber ganz gern wenige Doppelungen haben, muss ich dazu sagen. Das hier, da ist Mixen, weil das dann, ich mach mal das Sport hier dazu, weil das dann, ja, das ist so ein bisschen dann blöd, wenn man es nicht findet und wenn man es doppelt macht. Ich würde jetzt hier mal so eine Bar dann auch noch dazu stellen, damit wir das nicht vergessen. Dann haben wir hier Espresso Bar, das ist eigentlich gar keine Fähigkeit. Mixen, mixen, mixen. Nimm den Mixer.
Und dann haben wir hier noch was, genau. Für die Hunde, die würde ich wie die Vampire ausklammern, weil es da extra, ich will jetzt hier kein Hundeparcours machen. Ich finde das ein bisschen übertrieben, oder? Das könnte man sich noch überlegen. Vampire gibt es auch in meiner Bibliothek ganz groß. Hunde, es ist sehr speziell eben, ne? Ist nicht jetzt eine spezielle Sim-Fähigkeit dann auch. Und ist auch nicht für jeden Sim. Und es soll so ein Grundstück sein, das für jeden Sim irgendwie ist. Und deswegen würde ich die mal ausklammern. Erstmal mal gucken. Ihr könnt natürlich schreiben, ich will unbedingt Hunde. Dann mache ich das auch. Aber ich würde es jetzt mal eher rauslassen. So, da haben wir eigentlich auch nichts mehr. Umgebung. Ja, wie auch diese Handelsfähigkeiten, das an die Arbeit. Ne? Das sind zu speziell, das ist nicht für jeden. Oder Polizei-Sachen, das ist alles Gartenfähigkeit. Gut, da können wir mal irgendwas machen. Das ist auch wieder so allgemeingültig. Gärtnern. Okay. Handeln. Also die Straßengalerie, das wäre vielleicht sogar ganz witzig, ne? So campusmäßig, dass man da rumsteht und dann was verkauft. Das könnte man noch mit einbauen und die funktionieren ja auch auf jedem Grundstückstyp. Ja, dann Hufeisenwurf, ne, ist auch wieder so ein Ding. Motorikfähigkeit, das ist jetzt für Kinder. Also die Kinder möchte ich schon mit reinbringen. Die sind zwar auch speziell, Charisma, das ist auch nicht schlecht. Spiegel. Tauchen ja hier zum Beispiel auch nicht auf, ne? Und Herddinger auch nicht, Kühlschränke und so. Gut, die bringen alle nichts. Wunschbrunnen braucht man nicht. Machen wir noch so einen Topf dazu. Gartenfähigkeit, können wir jetzt ein paar Pflanzendinger auch rausplatzieren. Das ist mal egal. Dass man da auf jeden Fall was hat auch zum Leveln, sonst kann man das ja gar nicht benutzen. Deswegen hole ich da jetzt mal von jedem eins raus. Kann man dann schön anordnen, aber damit man es nicht vergisst eben. Sprinkler kann man auch mal nutzen. Wuhu-Busch. Unwohl, Blase, Schaukeln. Das sind keine Fähigkeiten. Bewegungsfähigkeit für Kinder. Da müsste man eigentlich so einen kleinen Spielplatz machen. Das ist halt die Frage, ob man das macht. Ein Spielplatz ist auch schon so ein abgerundetes Ding. Und ja, deswegen muss man halt gucken, ob man das macht oder nicht. Fantasiefähigkeit, da haben wir noch das Große, ne? Dann machen wir dann lieber das. Das Große, das war es dann auch. Okay, dann haben wir schon mal das meiste, was mir jetzt noch einfällt. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Computer und einen Fernseher für die Videospielfähigkeit und diese ganzen Fähigkeiten, die man am Computer erlernen kann. Wir brauchen noch Bücher und ja, das ist, glaube ich, dann auch schon gut. Ja. Mal jetzt hier mal einen Fernseher dazu, dass wir das Ding hier nicht verpassen. Und Computer, da brauchen wir kurz eine Theke auch. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Herd. Eine Küche quasi. Wir könnten ja da so eine Studioküche einrichten. Das wäre ganz gut. Mache ich hier erstmal so einen Computertisch, dass man die gleich mitnehmen kann auch. Aber hier mal die Computer. Computer rein. Dass man das lernen kann. Und das für die Kinder, das wäre auch nicht schlecht. Das ist halt die Frage, baut man da einen Spielplatz rein? Ich sehe es eigentlich nicht an der Uni. Spielplatz. Also ist ein bisschen. Ne, eigentlich nicht. Ist dann auch wieder nicht für jeden Sim, Kinder ist, ne? Gut. Das Erwachsene, ab Teenageralter ist das auch jeder Sim, ist auch nicht. Ja, aber so grob mal, ich glaube, das ist schon mal ganz gut jetzt. Das ist ein guter Überblick jetzt. Gibt schon einige Fähigkeiten, ne? Das ist schon heftig. Heftig. Ich mache jetzt trotzdem auch noch mal die Theke mit dem Herd und Kühlschrank irgendwie hin. Dann haben wir da ein bisschen was in die Ecke. Dann gleich festgelegt, in der Ecke festgelegt. Ist erstmal egal welcher, ne? Mixen und kochen. Dann haben wir noch die Backenfähigkeit. Da hatten wir doch die Törtchenbackding. Habe ich die jetzt übersprungen? Habe ich die echt übersprungen oder was? Törtchenmaschine. Habe ich die echt übersprungen hier? Ist die nicht hier drin? Die müsste doch da drin sein. Törtchen hier. Wo sind die Törtchen?
Habe ich die tatsächlich übersprungen? Nee, ich finde die gar nicht da drin. Die ist ja nicht drin. Müssen wir die nochmal extra suchen. Das ist ja auch wieder toll. Alle Aktivitäten und Fähigkeiten. Und das ist Törtchen nicht hier. Törtchen, Fabrik, in große Geräte ist die drin. Okay, danke schön. So. Essensqualität unkaputtbar. Stress gemildert. Ja, gut. Also das sind auch ja alles. Die bringt Essensqualität 8. Auch nicht schlecht zu wissen. Wenn man da mal reinguckt, ne? Kochfähigkeit. Ist hier auch Kochfähigkeit, Kochfähigkeit. Und da Kochfähigkeit. Und genau. Sehr gut. Okay, Gourmet kochen und ist ja eh mit drin. Was haben wir dann noch? Was habe ich noch vergessen? Gut, Bücher ist klar, ne? Da haben wir dann eh wieder einige Fähigkeiten dann auch mit drin. Geschicklichkeit, es ist so ein bisschen in allem irgendwie rumwerkeln. Es gibt ja auch so Fähigkeiten, die sind nicht so speziell. Aber das ist schon mal ganz gut jetzt. Also haben wir schon mal jetzt einiges. Zum Glück haben wir 2 Stockwerke gebaut. Also ich sehe diese Wissenschaftler, die sich irgendwie oben auf diesem Turm, ne, dass die da oben irgendwie stehen und dann da so, ne, forschen mit den Sternen, irgendwie sowas. Die sehe ich da oben auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir das da reinmachen, aber ne, so von der finde ich ganz geil. Die dann da oben stehen und dann da was untersuchen. Dann packen wir das Zeug aber auch in dieses Stockwerk mit rein. Finde ich dann ganz gut. Dann machen wir hier so ein bisschen diesen Wissenschaftler-Dachboden in Anführungszeichen. Können wir das hier so reinmachen. Und dann machen wir dann auch die Labors rein. In die Richtung. Und da kann man dann auch nochmal gleich einen Computer und so reinmachen. Das ist so ein bisschen die Nerd-Ecke, Technik, Videospielfähigkeit. Dann haben wir das mal oben verstaut. Hier noch die Spielekonsolen. So. Hier auch diese Gaming-Matte da, ne? Ja. Schachtische, die würde ich gerne hier draußen irgendwie, die würde ich gleich hier so lassen irgendwie, dass man die irgendwie im Hof hat. Jetzt haben wir hier nochmal so Raketen und sowas. Das könnte man sich noch überlegen, ob die auch auf dem Dach basteln. Wäre irgendwie witzig, weil da oben haben wir echt viel Platz. Da muss natürlich noch eine Mauer hin und alles noch schön gemacht werden. Also von der Idee her ist das doch gar nicht mal so verkehrt. Wenn man da oben auf dem Dach Raketen hat und Observatorien. Das ist doch geil. Ein bisschen crazy, ein bisschen Sims-typisch auch. Finde ich ganz gut so. Ja, das kann man durchaus so machen, ne? Ja. Dann. Jetzt haben wir viel Sportsachen, wobei das alles eine Fähigkeit ist. Das Yoga, das kann man auch gut in den Garten reinmachen, finde ich. Ja, so ein bisschen hipstermäßig, die chillen hier, machen hier Yoga und massieren sich da so ein bisschen hinter den Büschen. Irgendwie ist das ganz gut. So, die Kreativecke, da brauchen wir auf jeden Fall einen fetten Flügel dafür. Garten kommt natürlich auch raus. Kinder würde ich jetzt echt mal auch ausklammern, die schmeiße ich, glaube ich, wirklich wieder raus. Ja, Kleinkinder auf jeden Fall. Charisma, das ist so ein bisschen extra. Das können wir auch in diese Kreativecke reinmachen. Da machen wir einen Flügel, ein Gebäudeteil mit Kochen, Musik, Kunst. Ne? Ja, machen wir hier rein. Und dann machen wir hier Sport, Handwerk. Das Handwerk wird auch zum Kochen passen. Aber vom Ort her wird es nicht zusammenpassen. Deswegen will ich das hier so ein bisschen Werkbank hier reinmachen. Und ja, den Sport eben. Machen wir das mal so. Ne? Ich überlege gerade, was gibt es denn noch für Fähigkeiten? Verdammte Axt. Wir gehen mal am besten in den Babypunkt Show Hidden Objects und die Bibliothek dann in die Mitte, ne? Das ist so das zentrale Element dann. Ah, wie heißen denn die Dinger? Buch. Mixen haben wir da, ne? Musik.
Archäologie. Das kann man auch noch damit reinbringen. In die Werkbank. Videospiel, Klavier. Das geht ja auch, sieht man schon in den Bildern, ne? Auch wenn es nicht wirklich die Fähigkeitenbücher jetzt hier sind. Kräuterkunde, sowas haben wir auch noch, ne? Kräuterkunde, müssen wir, ich lege mir mal das Buch dahin, damit ich das nicht vergesse. Wellness. Erziehung, ja, das ist auch so eine Fähigkeit. Erziehung kannst du hier auch nicht beibringen, das ist klar. Erziehung und Tiererziehung. Also sowas würde ich mal ausklammern, das ist schon sehr speziell. Sowas geht man auch nicht auf die Uni. Oder? Gut, gibt's auch. Aber es ist jetzt halt eher, ne, brauchst du dann Kinder, das geht ja auch schlecht hier. Also das ist Blödsinn, finde ich. Das macht jetzt die Buche hier, weil der japanische Buche ist dann Buch oder was? Ernsthaft? Oder machen wir so schöne Herbstbäumchen hin, dann sieht das richtig schön campusmäßig aus. Oh, wie toll. Ja, es passt sogar zur Umgebung dann. Okay. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir was für Vampire machen und für Aliens und für... Aber das, glaube ich, ist jetzt eher unpassend. Ich würde dann auch hier irgendwo dann gleich direkt mal diese dahin machen. Die Bowling, die können wir ja durchaus auch... Ich weiß nicht, das ist auch jetzt so ein riesiges Objekt. Ich sehe das nicht in dem Fitnessstudio. Ich mache das mal weg. Darts können wir uns überlegen. Das ist so ein bisschen Spiel und Spaß, aber auch... Ich mache das auch mal raus. Darts fliegt auch raus. Ja, wir brauchen ein bisschen Platz hier, Leute. Ja. Bisschen Platz. Sagen wir mal, hier oben, ich sehe das Fitnessstudio irgendwie oben und die Werkbank unten, so in die Richtung. Hier nehme ich dann ein schönes Fitnessding rein. Und dann platziere ich die Objekte mal da drin. Oder Moment mal. Wir müssen, glaube ich, erst... Wir kopieren uns jetzt mal, also ich glaube, arg viel mehr ändert sich dann nicht. Der Rest können wir dann machen. Ich kopiere das mir jetzt mal hier komplett. Dann können wir das nämlich mal finalisieren hier auch. Brauchen wir den Dachboden auch nicht mehr. Ich würde jetzt hier mal gucken, dass ich das Gebäude da irgendwie kriege. So, und dann hier rein pflanzel. So. Das ist jetzt andersrum. Das war dämlich. Na gut, ist ja logisch eigentlich, ne? Ja, ist auf der anderen Seite jetzt so. Aber macht ja nichts. Dann können wir das auch so machen. Okay, dann kopiere ich mir das hier. Das ist ja wieder symmetrisch. Wie viele Kästchen haben wir da? 3 Stück. Das müsste man jetzt halt mal noch gucken, ne? Alles mal grob hier kopiert ist. Dann die Details kann man immer noch machen. Und hier haben wir auch 3 Kästchen, natürlich schon wieder 3 Kästchen. Ab dem Ding dann aber, ne? Ja, und das gleiche Spiel machen wir dann auch auf der anderen Seite. Hätte man sie auch sparen können, hätte man gleich... So. Die Wände daraus gemacht. Zumindest gleich mitkopieren können. Kurz mal gucken... Nee, so. Erstmal so. Dann kopiere ich mir das Ding auch nochmal. So, und so. Wie gesagt, die Details machen wir dann noch. Aber dass wir mal das Gröbste kopiert haben, dann ist es schneller gemacht. Und das Gebäude soll ja auch irgendwo symmetrisch dann aussehen. So. Wenn wir da einen schönen doppelstockigen Ding machen, oben die Bibliothek rein. Das ist ganz geil. Weil die Bibliothek auch unten zu den Computern da rein könnte. Ja, das passt, glaube ich, da besser dazu. Dann haben wir da lieber ein doppelstöckiges Treppenhaus oder ein Dreifach, weil dann müssen wir auch noch da hochkommen. Ja, das wird gar nicht so einfach, weil die Treppen gehen ja auch wieder nur so oder ne, entsprechend so, aber so schräg geht das ja gar nicht. Ah, okay. Haben wir das mal hier, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Wenn du kurz das Dach drauf, dann sieht es irgendwie mal blöd aus. So. Und die Details, die kommen dann noch dazu. Das machen wir dann. Ja, ist in Ordnung so, ne? Ist mal gut so. Wir gleich durchziehen.
schon ein Riesending, ne? Wenn man überlegt, das Schloss Windenburg war schon riesig und es war nur in die Breite. Es hatte zwar auch zwei Flügel, die rausgehen, aber die gingen nicht bis zum ganz zum Rand. Ja, Schloss Windenburg. Okay, dann haben wir das jetzt mal drin. Dann machen wir das. Jetzt können wir das jetzt machen. Dann muss ich da nämlich nichts mehr kopieren. Das reicht soweit mal. Dann setze ich die mal da rein. Dann sieht man auch, okay, wie viel Platz hat man. Und ja. Ja. Soll ja auch nicht eng sein. Ich finde es immer wichtig, dass das nicht so eng ist. Damit die Sims da auch, ne, nicht so irgendwie unboxen und anbacken da. So, ich finde ihn gerade so ganz so schön da neben dran. Neben dem Basketball könnte man auch so einen kleinen Court machen. So ein Feld, ja, so ein Platz. Ich möchte eigentlich auch nicht so viel draußen, weil draußen ist mehr so Garten, Yoga und so ein bisschen weniger so laut. Ich glaube, ich würde doch die Sporthalle reinmachen. Das ist die Frage. Handwerk ist eher mehr Kochen und so, aber es passt nicht zusammen. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir machen wohl mal anders mal weiter. Wir machen mal hier weiter, dass wir hier auf jeden Fall Bibliothek reinmachen und Computer. Da muss man ja einiges lernen und man braucht einigen Platz auch für diese Regale und so. Dann würde ich das mal so lassen und man könnte dann noch die Logik und so irgendwie sowas da noch reinbringen. Aber die ist draußen aufgehoben, haben wir das, ja. Tanzen, da braucht man viel Platz. Ich würde das Tanzen und DJ, also jetzt erstmal hier hinten rein. Ja, das ist eigentlich egal vom Stockwerk her, finde ich. Tanzen, DJ mixen und sowas, ne, in die Ecke. Gefolgt von Musik, klassisch, also Gitarre, Geige und Orgel sowie, ne, Keyboard und Singen. Und dann würde ich dazu auch nochmal die Comedy-Fähigkeit reinmachen. Die Mikrofon, was haben wir denn da noch alles? Das hier ist noch rein. Dann haben wir nochmal so eine Geige da. So. Hier ist das klein alles. So, dann haben wir da jetzt, also Kunst brauchen wir noch. Kunst haben wir noch, also quasi wirklich Fotografie und Malen. Charisma, das muss hier auch noch zu Comedy dazu. Da können wir dann auch so Tanzspiegel machen oder so. Na, und da kann man dann Charisma auch lernen. Ja. Machen wir das doch, das mal so. Ich das jetzt am Überlegen bin, wird es doch Sinn machen, die Kunst unten reinzupacken, weil da haben wir dann draußen dann entsprechend auch dann die Möglichkeit, hier solche Street-Art-Sachen da zu machen. Da kann man direkt reinlaufen. Hier will ich nur eine Treppe machen. Kann da direkt reinlaufen, oder? Eigentlich ist es hier zu, es reicht auch dieser Ausgang. Man kann immer mal gucken, ob man hinten noch so einen Ausgang macht. Aber dass man da irgendwie rauskommt und da noch ein bisschen mehr Kunst draußen auch hat vielleicht. Ja, so ein Künstlerhof, das braucht man schon. Andererseits wäre es dann auch praktisch, wenn man das vielleicht umdreht, dass man neben dem Künstler, dass man das so ein bisschen urban macht, dass man da so Wände hat, wo dann auch der Basketballkorb dran hängt auf der anderen Seite. Ne? Da könnte man das so gut verknüpfen. Und das Gartenkram machen wir dann eher nach hinten. Da wird es dann ruhiger Richtung Yoga. Wellnessfähigkeit, ne? Da kann man das vielleicht so machen. Jetzt haben wir die ganzen Samenpakete da, ne? Das ist ein bisschen viel. So, und da dann vielleicht noch Blumenbinden. Ich würde das, glaube ich, dann trotzdem hier dazu machen. Zum Handwerk, Geschicklichkeit, Archäologie und Blumenbinden. Das ist so ein Werkraum, machen wir da. Come on. Was klebt da noch rum? Ach, das ist das Kräuterkunde. Das muss auch zum Garten dazu. Das ist die Schreibenfähigkeit. Die würde ich auch in die Bibliothek irgendwie reinmachen, ne? Ja, dann können wir dieses Kochen und Mixen. Und Kunst haben wir noch. Eieiei, ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche für die Bibliothek. Eigentlich reichen da ein paar Bücherregale. Aber dann machen wir es so,
dass wir das kochen. Man kann hier noch ein bisschen Luft, hat man hier auf jeden Fall noch. Wir müssen das kochen. Handwerk und Kochen brauchen wir noch. Und Kunst kommt oben. Kunst wäre gut, wenn die viel Platz hätten da oben, ne? Kochen ist schwierig. Man könnte das Handwerk, Fitness, was passt denn zum Fitness? Da könnte man noch ein bisschen... Ja, spielen damit. Also ich hätte jetzt dann oben die Kunst reingemacht hier und dann machen wir das Kochen davor. Passt das? Ich würde eher Kunst und Handwerk, ne? Dann machen wir die Küche. Ja, dann machen wir aber die Küche hinten hin. Und die Bibliothek vorne. Na, dass man da quasi noch einen Gang nach hinten hat. Hinter der Bibliothek sind dann die Küchen. Und mixen und so. Ja, man muss das einmal sich ausdenken, glaube ich. Und dann hat man das. Dann hat man das und dann kann man es einrichten. Sonst kommt man durcheinander dann. Machen wir hier halbe. Oder wir machen... Ja, Kunst und Fotografie braucht schon den Platz, ja. Wir müssen die da oben reinhauen. Was ist das? Die brauchen einen ganzen Flügel. Allein wenn die Dinge aufhängen, dass wir da so Pfad finden, das können wir da drin draußen machen, so eine Tafel. Wie gesagt, hier Kunst und so da hoch, weil die sollen da malen, da müssen die viele Bilder auch aufhängen können. Das ist so das Wichtige. Und dann machen wir das hier dazu vorne. Ein Werkraum. Ja, das ist dann wirklich so, da darf es auch mal ein bisschen schmutziger werden mit den Händen und mit den... Und dann machen wir das Fotografie hier dazu vor das Fitness. Dann haben die da ihr Studio noch. Bei Fotografie macht es auch nichts aus, wenn es laut ist, ne, vom Fitness. Also bei der Kunst wäre es ein bisschen blöd. Brauchen eher ihre Ruhe auch mal. Oder beim Schreiben, Bibliothek und so, ne. Ja, dann ist es auch so ein bisschen logischer. Können wir das vielleicht da noch dazu packen? Dann machen wir das hier so hin. Gut, ist auch eher laut, ne? Ist eher laut. Den Yoga da nach hinten machen. Das Ding ist eher so ein zentrales Ding. Wobei ich zentral, glaube ich, eher eine Art Baum sehe. Ich glaube, ich mache das doch dahin. Ich weiß noch nicht genau, wie. Wenn das irgendwie so rum macht, dann könnte man dahinter... Das Ding muss eigentlich symmetrisch dahin, aber es ist eher so ein, wenn man Bäume drumherum macht, wie sieht das aus? Dass man sich so ein bisschen einschließt, weil die Einstiegspunkte sind ja immer an der Schräge. Das könnte ich mir auch dann ganz gut vorstellen. Ja, dann würde ich es aber eher weniger auffällig dann machen. Dann würde ich es wirklich so natürlich aussehen lassen auch. So. Studentenprojekt. Ja, so ist besser. So ein paar schöne Wege dann, Richtung Yoga, Garten. Ist gar nicht so viel Platz, ne, wenn man das sich so anguckt. Dann würde ich aber den... Also da haben wir Kunst und dann würde ich eher den Yoga-Krams dann hier wirklich so ein bisschen rüber machen. Oder wir lassen den Yoga in der Mitte mal in den Garten da drüben. Aber Yoga neben Basketball ist eigentlich auch nichts. Das ist ein bisschen weg vom Ding hier. Das muss alles ein bisschen weiter rüber noch. So. Haben wir da schön Gärtchen. Dann geht's locker über ins Freie so. Können wir mal gucken, ob wir da noch Mauern hinmachen und dann so Tore. Sieht auch mal ganz cool aus. Bei so Campus-Sachen. Ja, und dann würde ich jetzt noch mal gucken, dass wir heute noch if possible, gut, der Baum schon durch, mal das Treppenhaus vielleicht noch anfangen. Das ist nämlich auch so ein wichtiges Ding, was mal stimmen muss. Ja, ist das blöd hier, sind ja schräg, wenn ich das so mache. Dann will er immer die anderen Wände auch wegmachen hier.
Ich muss das alles erstmal aufmachen. So, uiuiui, was ist denn hier passiert? Eieieiei. Okay, dann haben wir das mal. Ich hoffe, ich entferne hier keine Fähigkeitenobjekte. Aus Versehen. Wenn euch noch irgendeine Fähigkeit einfällt, die ich vergessen habe, bitte gern schreiben. Ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen. Ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Das alles im Blick zu behalten. Irgendwas vergisst man ja immer bei dem Thema sowieso irgendwie, ne? Kann ich mal. Ich finde es irgendwie auch witzig, fast schon, wie viele Fähigkeiten es eigentlich gibt, wenn man es so überlegt. Man kann ja schon einiges machen. Ist gar nicht mal so wenig, wie ich jetzt auch vermutet hätte. Na klar, weiß man die Fähigkeit. Aber wenn es dann doch so viele sind auch, und da gibt es ja auch noch so Ableger und extra und versteckte und keine Ahnung was, schießt mich tot, ne? Alles Mögliche, das ist echt nicht so schlecht. Kann man vielleicht auch mal dann so da hingehen, zu dieser Uni hier, um sich vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu suchen, wenn man irgendwie eine neue Fähigkeit erlernen will. Geht man hier hin und guckt, ah, das sieht cool aus, das könnte man machen. Da kann man ein bisschen rumprobieren, ah, ist das was für mich? Oder mault mein Sim nur rum die ganze Zeit? Und dann, ja, ist das, glaube ich, ganz cool. Zum Glück haben wir keine Statikprobleme. Was ist denn hier passiert? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so gedacht gewesen. Was ist das für eine Ecke hier? Müssen wir irgendwie wegkriegen dann wieder. Okay, jetzt gucke ich mal nach den Treppen. Treppen. Also ich würde das gern schon offen machen auch. Das irgendwie so schön dahin machen könnte. Ja, das ist ganz gut. Dass man eben zu den zwei Treppen hochkommt über. Ne? Das ist der Flügel dann und da kann man hoch zu den Treppen. Schöne breite Vierertreppen, würde ich jetzt mal sagen. Und hier dann ebenfalls, ist es richtig so. Das war auch total schwierig, hier das mittig auch hinzubekommen. So, hier bei der Säule und dann auch, ne, passt. Das passt, ja. Dann kommt man da hoch und da machen wir dann zu. Das so. Ist ja eigentlich auch mal egal, welches Geländer. Macht man das auf jeden Fall. So. Kann man das noch nicht ausstanzen? Ach so, ja klar, weil das ist ja die Treppe da, ne? Müssen wir es so. Na, wisst ihr, wie ich meine? Sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, aber es ist so, ne, über zwei Stockwerke, man kommt rein und dann kann man da hochgehen. Das fände ich nicht schlecht. Natürlich kommen da noch dann die Wände rein. Das sind ja dann die Flügel hier unten. Aber so von der Idee her finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da kann man hier noch irgendwie auch, Toiletten braucht man noch und solche Sachen. Das kriegt man alles da noch unter. Hier müssen wir dann auch, hätte ich jetzt gesagt, dann einen Durchgang nochmal machen. Ja, dass man das so irgendwie macht, dass das aber schön offen dann runter ist. Und dann entsprechend hier die Gänge. Und hier dann auch wieder, ne, Räume dann entsprechend. Da können wir dann gucken. Aber dass wir das mal so machen. Und dann ganz nach oben muss man auch noch irgendwie, da würde ich dann hier vielleicht irgendwo am Rand, dass man hier dann hochkommt, ne? Geht das noch? Das geht nicht, es ist zu wenig Platz. Kommt man da nicht hoch, weil der obere Teil ist ja natürlich nur beschränkt. Die Frage, ob man die Treppe hier in der Luft macht, dass man hier hochkommt.
oder ob wir einfach, in Anführungszeichen einfach, hier die Treppe hinmachen, die dann entsprechend schmaler ist. Weil da hinten sehe ich da irgendwie so ein bisschen den Treppenaufgang. Ja, da und auf der anderen Seite dann symmetrisch dann auch. Und dann könnte man das schön abtrennen mit den Wänden hier auch, mit den Flügeln. Ja, dann sieht das nicht so... Sieht das nicht so mitten im Ding aus. So könnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Wüsste jetzt keine bessere Alternative. Wenn ihr da was wisst, gerne her damit. Immer gerne. Immer gerne. So. Ja, irgendwie so. Ja. Schöner offener Bereich. Da kann man dann auch noch Schachtische hinstellen oder irgendwas anderes Spannendes. Und... Mal jetzt hier mal ein paar Lampen rein. Hätte ich auch gleich machen können. Wenn man ein bisschen Licht hat. So, jetzt wird es ja Tag. Guten Tag, guten Tag. Jetzt auch noch ein paar Lampen. Gitter immer anmachen, wenn ihr sowas machen wollt. Sonst kann es sein, wenn das Gitter aus ist, dass die Lampe dann hier unten hängt. Schon riesig. Aber man wählt da eigentlich einen Bereich und man muss ja nicht ständig rumlaufen. Auch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Man könnte auch hier nochmal das so rummachen, dass das hier nochmal zu ist. Und dann oben hat man dann mehr so eine Empore dann auch. Dann sieht das, glaube ich, besser aus. Ja, das wird, glaube ich. Ich bin heiß drauf. Nächstes Mal geht's dann weiter, oder? Müssen wir nochmal gucken. Also wir haben hier Yoga. Vielleicht fällt euch dann noch was ein, wenn ich nochmal alles zeige. Wir haben Gärtnern. Wir haben Sport und Kunst. Also Malen und Fitness. Wir haben Logik. Wir haben Pfadfinden. Gut, ist eigentlich auch, ne? Pfadfinden. Fotografie. Fitness. Dann haben wir Handwerk, ne, Blumenbinden, Geschicklichkeit und Archäologie. Wir haben Kunst. Und na, Malen, so rum besser. Wir haben Charisma, Comedy, Klavier, Singen, Violine, Gitarre, Orgel, DJ Mixen. Tanzen. Ja, und hier dann noch die ganzen, ne, Schreiben und so weiter. Computersachen. Videospielfähigkeit haben wir ganz oben noch. Da haben wir dann Mixen und Backen und Kochen und die Gourmet-Kochen und, ne, Feinschmecker-Kochen. Und hier haben wir genau Sport, Fotografie. Und oben haben wir noch was, genau. Hier haben wir die ganzen Logik ist es, glaube ich, ne? Logik, auch nichts. Videospielfähigkeit und ja, Computer. Ja. Ganz oben Raketenwissenschaften und auch Logik. Das ist unser Logikturm. Alright, it's okay, it's alright. Das ist meine Fähigkeiten-Uni für heute. Ich bin Daniel von Simfans.de. Bitte schreibt gerne, wenn noch was fehlt. Na, wir haben Schlittschuhlaufen auch, ist auch Sport. Ja. Ob ihr die haben wollt, ob ihr die anderen Objekte so haben wollt, so vom Groben her, wie euch das gefällt. Nächstes Mal richte ich das dann ein. Fang zumindest mal an. Wir machen das Gebäude dann noch schöner und alles. Und dann geht's ab hier. Können die Sims dann bald coole Fähigkeiten lernen. Ich glaube, das wird geil. Das ist noch einiges auszubessern, einiges noch zu machen. Aber da bleiben wir dran. Das wird bestimmt cool. Und dann, ja, haben wir da echt ein schönes Grundstück. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.